Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Wir sind hier in so einer Hütte gefangen mit Amicia und Hugo. Naja, gefangen nicht. Wir sind hier reingefallen. Da hinten durch die Decke in der letzten Folge. Wir lassen uns mal die Tür erstmal wieder schleichen. Wir müssen hier die Burg erkunden. Und... Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe... Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Müssen hier weg. Das sieht echt nicht gut aus. Bleiben wir hier im Dunkeln oder im Verbrannten? Oder gehen wir... Komm, wir gehen hier zu. Nicht verbrannten Lavendel, ne? Nichts aufsammeln. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Na, wo sind die Leute? Ja, die schleichen uns hier rein. Hallo Leute, schrei doch mal. Hier runter, wa? Na, der. Hier lang. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Lauf! Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Na komm! Oh, nein, nein! Hier, okay. Er verfolgt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Ihr seid zu weit gegangen. Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen. Hier lang, dann passt ihr nicht durch. Schnell. Y, gut. Los, los. Den wohlverdienten Lohn klauen. Alter, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Runter, schnell. Ich komm nicht wieder. Ich schwör's. Schnapp ihn. Okay, bleib hier, bleib hier. Halt! Überlass ihn mir. Ich will euch an. Nein. Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du gelaut hast? Oh, nein. Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht ein zurückkommen. Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Ups. Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Ja, das sage ich dir. Die sind verrückt. Wir sollen im hohen Gras bleiben? Und wo sollen wir Sauerei. Hin? Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Wir müssen irgendwie hier raus. Da sind auch zwei. Ach du Kacke. Wir müssen doch hier irgendwo hin. Wir müssen die Burg wieder verlassen. Vielleicht hin, ich weiß nicht. Können wir zielen? Oh, 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 oh. Er sieht uns, okay. Können wir wieder zurück? Keine Ahnung. Nee. Wo sind die anderen beiden Deppen? Die sind da hinten. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier, wir müssen da rum. Er dreht den Rücken uns zu, okay. Alter Falter. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein! Matthias, nein, das Haus. Großvater. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Ja, müssen wir hier rüber?
oder weiter ihm hinterher. Sollen wir uns hier echt nicht... da geht's nicht lang. So ein Kikifax hier. Okay. Wie komm ich hier nicht durch, schade. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Da kennst du Terra schlecht. Komm wir rüber. Oder müssen wir hier aufstehen, um nach oben zu kommen? Ich weiß es nicht. Nee. Na, bestimmt nicht dadurch, ne, oder? Ja. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Im Schlachthaus hier. Boah. Schwein, Schwein, Schwein. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Ich sehe nichts. Da draußen muss da einer stehen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Vorsicht. Ich... Oh. Was soll's? Was soll's? Er geht nicht weg. Ich mach schon. Will der Steinschleuder ablenken vielleicht. Das könnte alles in der Hose gehen, wenn wir hier sogar... Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das wer? Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Hä? So, viele... Ich wollte doch nur arbeiten. Stein mit der Schleuder oder mit der Hand? Ich muss hier schleunigst weg. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, die Steinschleuder, ne? Oder was? Steinschleuder. Ganz ruhig. So. Aha. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Schnell jetzt! Schnell, schnell, schnell! Nichts zu sehen. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach. Nein, nein, nein. Das ist wie beim ersten Teil. Da war ja auch zum Anfang, ne? Okay. Verpiesel dich. Alles gut, alles gut. Ich habe schon Halluzinationen. Ja, ja, ja. Da ging es ja den Wachen da auszuweichen, ne? Glaube ich, beim ersten Teil. Da haben wir auch ganz schön... Oh, die müssen wir auch ablenken. Bestimmt da hochklettern, da. Wo ist hier das nächste Teil? Okay, wir haben Stein. Denkt man da so einfach hoch, ohne ihn abzulenken, das wird nicht gehen. Wir müssen ihn irgendwie ablenken, aber wie? Na, Misthaufen. Ach, wir versuchen es einfach mal. Los, hoch da. Schon dabei. Schon dabei. Weiter geht's. So. Versuchen wir es mal hier. Da unten durch, da. Versuchen wir es einfach mal, ne? Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Was sind das für Typen, Junge? Uiuiuiuiui. Jetzt. Na denn. Fenster!
Er kommt. Y, um gegen abzulenken. Was zur Hölle? Los geht's. Schnell, schnell, schnell. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Das sag ich dir. Wir müssen vorsichtiger sein. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Welche Tür? Vor uns, ne, oder was? Er versteckt sich hier irgendwo. Hier haben wir noch nichts zum Werfen, ne? Ne. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Wo? Oh, guck mal hier. Begetrüben, also aus und aufsuchen. Aha, okay. Wenn ich den hinter ihn werfe. Okay, müssen wir hinter ihm werfen oder muss ich wieder durchschleichen? Okay. Okay. Was so? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Los, mach doch mal ein bisschen schneller. Nichts zu sehen. Können wir den auch noch mal nehmen? Ja. Und nun? Stehen wir hier mit Birnhaar. Oh. In der Tür sollen wir, oder was? Okay. Dann müssen wir uns da nochmal. Haben wir aus. Ach, er sammelt die Töpfe, das ist gut. Wie kriegen wir den jetzt da wieder abgelenkt? Ach, nach da werfen. Hoffe ich doch zumindest. Nochmal, genau. Schnell hier rum, damit er uns nicht sehen kann. Was ist das? Tja, schon wieder geirrt. Will doch wohl die Tür sein, oder? Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Die Tür? Ja, sag, dass sie rausgeht. Komm. Nein, abgeschlossen. Gibt Mist. Einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. Also, konnte ich durch enge Räume ziehen. Das Loch, oder was? Ah, nee. LB drückt, um durch mich zu drücken. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na, die wollen hier lebend raus. Mach ob die Tür. Los. Na los, Hugo. Ganz schön schwer. Aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tumor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Sch, still. Können wir uns doch mal umgucken. Aber hier scheint nichts zu sein. Jetzt sollen wir aus dem Wirrwarr hier verschwinden. Da sind Schweine fähig. Das ist der Turm. Versuchen wir es. Das Tor? Das hier, okay. Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hör auf! Hugo, bleib hinter mir!
Oh, oh, oh. Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein. Wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäuscht mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Okay. Aua. Lass das Mädel in Ruhe. Das sieht so aus, als wenn er jetzt die Ratten geholt hat, oder was? Ist er doch nicht gestorben, oder? Was nun? Achso. Tutorial zu Ende, oder was? Naja, gut. Schluckhafer, das geht schon. Früher Morgen, die Sonne geht auf. Chef holen. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ah, ist der Junge, ne? Amicia? Habe das Gefühl, wir machen jetzt mit dem Jungen tut weiter. Tut nicht weh. Und wir müssen Amicia finden. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte auf mich. Es geht wieder los. Ja. Bist du ganz allein hier? Finde einen Weg aus der Burg heraus. Unter einer neuen Sonne. Folge dem Pfuhl. Okay. Nein, bleib hier. Atmen. Kann er auch rein? Noch nicht. Okay. Wo willst du hin? Ja, hab schon verstanden, wir müssen da durch. Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Sieht aber geil, echt geil aus. Na, muss zurück zu Amicia und Mama. Mama. Ah. Ja. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Genau. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mohnfelder und da schöne Weide dahin. Mir geht's schlecht. Ja, denn wir kommen hier. Laufen tut er aber nicht, ne? Nee. Ein gutes Ende. Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien!
komm ja. Sterbe ich jetzt? Ich glaube nicht. Sterben. Ja, wer will das schon? Los, rappel dich auf, wir müssen da durch. Ach, er kriegt denn, okay. Geh nicht ins Wasser, ja doch, wir müssen. Ja, mein Freund, da geht's wieder los. Das ist ein Feuervogel, oder was? Es geht wieder weg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tor. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Nein, Lukas kennen wir ja noch von der ersten Folge. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Aber dann... Patricia ist das, weiß ich nicht. Wer ist das? Oder habe ich das schon wieder vergessen? Ich weiß nicht, seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Hallo. Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Hä? Die Mutter? Ja. Ich denke, die ist im ersten Teil gestorben. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Ist schon zu lange her. Oder wurde sie wiederbelebt? Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, warte! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Geht's wieder los. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Genau weiter. Bleib sein. Unten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Genau, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Gesellschaft, sucht alles ab. Haben wir denn was hier? Ach nee, wir haben nix. Außer Steine. Aber wir müssen da hoch, wir müssen da uns hier durchschleichen. Und mit Ablenkung arbeiten. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Das könnte jetzt mächtig in der Hose gehen, hab ich das Gefühl. Wenn wir das erste Mal hier so schleichen.
Schleichen. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Okay. Runter hier und dann unten bleiben. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Da können wir uns ablenken. Nicht aufgeben. Da ist nochmal ein Wagen, ein Wiegelchen. Ohne dich sind sie tot. Ist die Frage, ob wir hier richtig schleichen, in der Richtung. Haben wir keinen? Ne, da komme ich hingeworfen, schade. Dann rennt ihr doch noch da, ne? Aber... mal gucken. Die waren das! Schnell. Gut. Keine Sorge, ich finde euch! Habe das Gefühl, wir müssen hier durch das Haus. Sollten vielleicht nochmal. Die haben irgendwas damit zu tun. Okay. Schnell durch. Ja, alles einsammeln. Erstmal nach da. So. Zurück. Wir müssen doch den Krug nehmen und ihn so weit ablenken, damit. Geht ihr nach da hinten hinläuft, ne? Oder? Das müssen die gewesen sein! Na, das. Ich glaube, geht gleich in der Hose. Okay. Denke mal mit einem Stein hier. Dann müssen wir da rüber. Ich glaube es zumindest. Der andere wäre es glaube ich zu kurz, wenn er da wieder runtergeht, oder? Wie viele Steine habe ich eigentlich? Das ist ja auch nicht. Schnell. So. Wir müssen da durch, ne? Aber wo müssen wir hin? Wir laufen gerade im Kreis. Dann müssen wir das so machen, dass wir ihn in der Hinsicht ablenken. Na, ablenken geht ja gar nicht mehr. Wenn er da hochgeht, wieder, dann müssen wir da runter. So, noch nicht. Jetzt, schnell. Da unten, ja.
Ich sehe sie. Du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn erwartet. Hau noch ab. Hau noch ab. Hau noch ab. Nein, nein. Nein. Lauf. Das Haus. Das. Ich hoffe doch mal, ne? Das Haus. Du bist tot. Du bist tot. So. Ihr könnt mich doch nicht mehr so erschrecken. Na los, zieh durch. Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. Auf die Schleuder. Hol die Schleuder, schnell. Na los, ja. Ach so. Gestorben. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Sonst wird die Folge hier zu lang. Oh, okay. Also nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, ne? Wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, liken, Abo und weiterempfehlen. Dann sage ich mal, bis dann, euer Terra. Ciao.